Die Regierungen retten Banken, indem sie Kredite bei Banken aufnehmen, um sie an die Banken weiterzugeben. Nein, noch besser, die Europäische Zentralbank, also eine staatliche Institution, leiht den Banken zu niedrigen Zinsen Geld, das die wieder zu hohen Zinsen an die Staaten weiterreichen, damit die mit dem Geld die Banken wieder retten können. Und die europäischen Regierungschefs, die schnüren ein Rettungspaket für Zyperns Banken, das als Anreiz auf Sparer wirkt, ihr Geld von eben diesen Banken in heller Panik abzuziehen, was, wenn es passieren würde, keine dieser Banken überleben könnte. Gibt es eigentlich noch Spuren intelligenten Lebens in Europa? Vergangene Woche haben wir so einen Eindruck davon erhalten, wie der Zusammenbruch eines Eurolandes und möglicherweise der gesamten Eurozone und unseres Geldsystems ablaufen könnte, indem inkompetente Politiker diesen einen fatalen Anfängerfehler machen und das Kartenhaus dann zusammenbricht und Schockwellen das gesamte System erfassen. Das war schon so ein Menetekel dafür, wie das ganze Werkel wegen einer Kleinigkeit eigentlich zusammenbrechen könnte, wenn eben nur dieser eine Fehler zu viel gemacht wird. Die zypriotische Regierung als die betroffene Regierung und die deutsche Regierung von Angela Merkel und Wolfgang Schäuble als die eigentlichen mächtigen Player in Europa haben einen Deal ausbaldowert, dass die zypriotischen Sparer an den Kosten des Rettungsprogramms für Banken beteiligt werden sollen. Besitzer von Spareinlagen bis 100.000 Euro sollen 6,5% ihrer Einlagen verlieren, alle drüber 10%, glaube ich, so circa. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob das gerecht oder ungerecht ist. Per se ungerecht ist es ganz sicher nicht, weil die Besitzer von Vermögen, und seien das jetzt große Vermögen oder kleine Vermögen, alle zusammen, profitieren natürlich davon, wenn die Bankeinlagen und die Banken gerettet werden. Und die Rettung wird ja schließlich von allen Steuerzahlern zusammen finanziert, während nur die Vermögenden davon profitieren. Das so ganz generell gesagt. Aber außerdem hat natürlich jeder Sparer in Zypern ganz konkret von hohen Zinsen und einem aufgeblähten Bankenapparat profitiert. Und zudem ist natürlich Zypern ein Schwarzgeldhafen für russische Superreiche. Aber ob etwas gerecht ist oder nicht, ist natürlich eine extrem wichtige Frage. Ich bin der Letzte, der das bestreitet. Ich meine, ich trommel hier die ganze Zeit für Gerechtigkeit, aber es ist natürlich nicht die einzige Frage. Etwas muss gerecht sein oder etwas, was gerecht sein soll, muss schon auch funktionieren. Oder es darf zumindest auch keine so fatalen Nebenfolgen haben, dass es dann keine Lösung ist, sondern eine kontraproduktive Lösung. Das ist in diesem Fall doch ganz klar. Diese sogenannte Bankenrettungsaktion ist de facto eine Einladung zu einem schleichenden Bankrun. Jeder Sparer in einem der Krisenländer erhält das Signal, das könnte auch ihm passieren. Und das unter den Bedingungen eines liberalisierten und völlig integrierten Finanzsystems in Europa. Da ist das unter diesen Bedingungen de facto eine Aufforderung an alle spanischen, an alle italienischen, an alle griechischen, an alle portugiesischen Sparer, ihr Geld von ihrer Bank abzuheben und auf eine beispielsweise deutsche Bank zu transferieren. Und wenn das viele tun, dann brechen die Banken wie Kartenhäuser zusammen und dann haben wir die Kettenreaktion, die nicht mehr zu beherrschen ist. Und zwar eben als Folge einer Entscheidung, die jetzt nicht aus großen ideologischen Gründen falsch war, sondern einfach aus Dilettantismus und Unfähigkeit getroffen wurde. Von diesen Leuten und entscheidend verantwortlich sind dafür Merkel und Schäuble, die sich schon seit Jahren als vollkommen unfähig erweisen. Die mit einem flächendeckenden Austeritätskurs glauben, die Schulden reduzieren zu können, aber damit nur die Wirtschaft abwürgen, Europa in eine Rezession treiben und damit letztendlich auch die Schuldenkrise verschärfen. Also so geht's nicht, aber warum geht's eigentlich nicht so und was ginge stattdessen besser? In einer Situation, in der das Finanzsystem ohnehin von Instabilität geprägt ist, ist es natürlich fatal, noch weitere Unsicherheit hineinzubringen. Dabei ist es natürlich richtig, man soll die Vermögensbesitzer beteiligen, aber man tut das besser über Steuern oder einmalige Abgaben auf Vermögen. Und es ist im Übrigen auch gerechter, weil es profitieren ja alle Besitzer von Finanzvermögen, von der Rettung der Finanzinstitutionen, nicht nur die Sparer und Finanzanleger in Zypern. Aber darüber hinaus ist natürlich alles wahr. Zypern hat eine obszöne Volkswirtschaft aufgebaut, mit einem aufgeblähten Finanzsektor. Eine Volkswirtschaft, die de facto auf Finanzdienstleistung für Diebe aller Art aufbaut. Und da muss es weg davon. So wie das letztendlich auch für Island galt und für Irland galt und für Liechtenstein gilt und letztendlich sogar für Großbritannien mit seiner aufgeblähten City of London. Und es ist schon richtig, dass jetzt nicht einfach die Steuerzahler aller Euro-Staaten einspringen und die Quittung bezahlen. Aber es ist halt auch nicht sehr gescheit, wenn man das auf eine Art und Weise macht, die so dilettantisch ist, dass sie nicht funktioniert.
Und ehrlich, irgendwie sind mir Politiker noch lieber, wenn sie ihre falschen Entscheidungen aufgrund von ideologischen Vorurteilen treffen, als wenn sie es aus schlichter Dummheit tun. Denn derartige Dummheit in einer derartig heiklen Situation, das macht einfach Angst. Und unser Bild der Woche, das lieferte diesmal Werner Faymann. Es stammt von seinem Facebook-Auftritt vom vergangenen Montag. Faymann und der Papst am Titelbild. Ist Faymann jetzt Papst? Was will er uns sagen? Dass man jetzt auch als sozialdemokratischer Regierungschef vollends dem Obskurantismus erliegen darf? Und dass wir Kirche und Staat wieder ein ordentliches Verhältnis setzen? Die einen predigen, die anderen knien nieder? Also, ich will ja weder einen Kulturkampf mit der Kirche entfachen, und mit unserem Kardinal habe ich auch nicht wirklich ein Problem. Und vielleicht ist dieser Papst sogar ein ganz ordentlicher Kerl, also wenn er nicht alle gleich für Agenten des Teufels halten würde. Aber gut, wir werden sehen, ich bin da voller Nachsicht, nachsichtiger als er mit mir beispielsweise. Ja, denn Sie haben es ja gehört, er findet, dass ich zum Teufel bete. Ja, wer nicht zu seinem Gott betet, der betet zum Teufel, findet der Papst. Und da muss ich schon sagen, meine nicht religiösen Gefühle werden durch solche schrulligen Meinungsäußerungen nur deshalb nicht verletzt, weil mir ja bis zu einem sehr hohen Grad wurscht ist, was der Kerl labert. Aber stellen wir uns nur vor, unser einer würde über die Katholiken so reden. Wie betroffen die dann wieder wären in dieser Verletzung ihrer religiösen Gefühle, in ihrer zart beseiteten Weinerlichkeit. Aber egal, ich bin da voll der Großmut. Nur warum der Faymann glaubt, den als Titelbild auf seiner Seite zu brauchen, das verstehe ich auch wieder nicht.